Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Majora's Mask von Alpha Saphir. Ali Saphir, nicht Alpha. Wir haben im letzten Part noch zum Schluss irgendwie die Mondträne irgendwie vergessen. Keine Ahnung, wieso mir das irgendwie passiert ist. Aber jetzt haben wir sie ja. Du hast die Mondträne gefunden. Eine unwirkliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. Solche Dinge, die nur für ganz spezielle Fälle brauchst, nennt man wichtige Items. Berühre auf dem unteren Bildschirm, um zu sehen, was du so besitzt. Aber der Mond ist ja schon riesig. Er scheint jeden Moment einschlagen zu wollen. Ab jetzt müssen wir uns erstmal auf das Horror-Kit konzentrieren. Wir wissen jetzt, wo es ist. Was machen wir also noch hier? Auf zum O-Turm! Ja, mehr oder weniger schon, aber das kann aber erst des dritten Tages erst geklärt werden. Also, dass wir erst dorthin können. Bis dahin müssen wir erst noch warten. Und ich werde garantiert erstmal nicht die Zeit vorspulen, weil vielleicht gibt's ja noch irgendwas, was wir noch machen könnten, noch irgendwelche Leute ansprechen und was wir noch alles halt noch machen können halt. Das hat ein Teil zu sagen. Erinnerst du dich an den Deko-Kerl, der nach einer Mondträne gesucht hat? Sag nicht, du hast es schon vergessen. Nö. Weil die Mondträne ist eigentlich ja nur dafür da, dass man diesen Deko-Kerl eigentlich die Mondträne gibt, damit wir diese Deko-Pflanze halt da reingehen können und uns zum Uhrturm schießen können. Die Musik hat sich auf jeden Fall geändert und es regnet sogar diesmal. Und von der Musik sogar ein kleines bisschen sogar noch schneller geworden. Ne? So. Gehen wir mal da rein. Zur Schatzkiste. Cool. Oh, was für ein süßer kleiner Kunde. So, du willst also spielen? Für dich kostet es nur 10 Rubine. Wenn du es bis zur Schatztruhe schaffst und sie innerhalb des Zeitlimits öffnest, erhältst du einen speziellen Preis. Der Inhalt selbst ist nun der halbe Preis. Bist du bereit? Jo. Da ist die Schatztruhe. Mal schauen. Sieht leicht aus, aber ja. Ja, toll. Hä? Das ist ja manchmal übel schwierig, ey. Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das sowas von verkacken werde. Ja, aber sowas von. Oh, toll. Ja, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Oder? Komm schon. Yes! Aber ganz knapp noch geschafft, ey. Und wir halten Deko-Nüsse. Ja, da hat's sogar recht gehabt. Das ist nur der halbe Preis. Und das ist nicht gerade. Nein, nicht nochmal. Und das ist nicht gerade. Naja. Ein großer Preis. Naja. Dann wollen wir ja noch so ein paar Bewohner ja noch ansprechen. Oh, du treibst dich immer noch hier rum. Du siehst aus wie bestellt und nicht abgeholt. Erzähl mir nicht, dass du dich verlaufen hast. Im Norden der Stadt verkauft so ein komischer Vogelkarten. An deiner Stelle werde ich eine kaufen, wenn du noch keine hast. Also die Unruhestadt hier. Also, genau. Die Karte von Unruhestadt, die habe ich ja schon. Also, ja. Muss ich sie ja nicht nochmal kaufen. Ich glaube, wir können die Mondträne, also geben wir mir ihn mal jetzt sogar ab.
Jo, ich hab sie. Die Mondträne. Ah, dieser Stein. Du musst ihn mir geben. Ich biete dir sogar meinen Platz hier an, inklusive Dekoblume. Na, wie wär's? Du hast die Mondträne gegen eine Landurkunde eingetauscht. Oh, ich danke dir. Jetzt habe ich das perfekte Souvenir von meiner Frau. Es ist lange Zeit her, dass sich ihre Augen am Glanz eines so kostbaren Juwels erfreuen durften. Die Urkunde für diesen Platz sollte bei allen Dekos hoch im Kurs stehen. Aber das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie jederzeit verkaufen. Jo, das ist empfehlenswert. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Dekoblume haben. Da können wir uns ja schon mal das Herzteil holen. Aber auf der Karte sieht man, dass es hier noch so eine Schatztruhe ist. Da können wir auch erstmal hin. Du hast ein Herzteil gefunden. Sammle 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu erhalten. Jeder neue Herzcontainer erhöht deine Energieleiste. Ja, das wissen wir ja bereits. Die Treppe zum Dach scheint noch nicht zugänglich zu sein. Da müssten wir wohl noch etwas Zeit herumbringen. Entweder wir sprechen mit den Leuten oder wir tanzen einfach etwas. Was sollen wir bitte schon tanzen? Sag's mir, Taya. Sag's mir. Weil ich glaube, Deku, ob der so richtig tanzen kann. Naja. Paul, ich denke, es gibt Besseres zu tun, als rumzustehen und deine Füße zu betrachten. Er betrachtet seine Füße? Ja, kein Kommentar. Wow. Ich mach auch nicht so und mach. Oh, gute Füße. Nee, das ist merkwürdig. Ich frage mich, ob wir das noch schaffen werden. Na, ran an die Arbeit. Wenn nichts getan wird, dann wird's auch nicht geschafft. Oh, das war dumm. Oh, wir haben es doch noch geschafft. Taya, Treppe zum Dach scheint noch nicht zugänglich zu sein. Achso, ja, das hat sie vorhin gerade schon gesagt. Und, bestimmt Rubine. Jo, 20 Rubine, ja, so ein bisschen haben wir auf jeden Fall. Könnten wir noch irgendwo hin? Irgendwo. Irgendwie. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen so umgucken. Ne? Was ist denn hier überhaupt? Postamt von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. Dienstlich außer Haus. Also meistens. Was ist hier? Dojo des Schwertmeisters. Da können wir eigentlich jetzt noch nicht so richtig hin, weil wir sind noch Deku. Und so. Gucken wir uns hier am besten noch so ein bisschen um. Willkommen! Was bist du? Ein Deku-Kind? Du darfst hier nicht spielen. Wenn du das kaufen willst, komm mit deinen Eltern wieder. Boah, chill ey, was soll denn das, Alter? Nur wenn du noch nicht ein Deku gesehen hast, heißt nicht, du darfst hier irgendwas. Jeder darf rein. Junge. Ich laufe nicht davon. Ich bleibe bei meinem Meister. Ich bin anders als diese Feiglinge. Ja, also wenn du das denkst. Okay.
Ja, war ich zwar jetzt schon mehrmals, aber ich gehe mal hier mal mit rein, ne? Hä, ist wohl jemand anders, wer ist denn das? Es tut mir leid, alle unsere Zimmer sind vermietet. Okay. Leider hat schon alles besetzt, ich bin zu spät gekommen, ja, das ist auch schon alles. Sagt die was, wenn ich... Die sagt trotzdem immer noch das Gleiche. Null. Hier ist keiner. Das scheint die Küche zu sein. Ja, da, doch, doch, doch. Das ist die Küche. Nee, okay. Ich hätte gedacht, hier wäre noch irgendwas. Können wir hier rein? Ja, wir können da rein. Oh, Totus, hast du meinen Vater geholfen? Dann lass mich dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du hören? Ach, machen wir mal ruhig. Du willst also die Geschichte vom Karneval der Zeit hören? Bald findet der Karneval wieder statt. Daher solltest du gut über seine Bedeutung Bescheid wissen. Zwar ist die Geschichte ein wenig lang, aber mal sehen. Der Karneval. Jedes Jahr beginnt die Zeit der Harmonie, wenn Sonne und Mond aufeinander ausgerichtet sind. Ein Denkmal der Art und Weise in der Natur und Zeit ohne Unterlass fortschreiten. Feiern die Völker der vier Welten auf dem Karneval eben dieser Harmonie und bitten um ein fruchtbares Jahr. Oh, bist du wach? Vielleicht war die Geschichte ein bisschen zu langweilig für dich, aber gib nicht auf. Wir versuchen es mal wieder. Ja, vielleicht kann man sich dann irgendwie die Geschichte voll hören oder so, wenn man noch irgendwas dafür noch machen muss oder so. Aber das kommt alles später, wenn wir soweit sind. Jetzt sie sogar hier. Oh, was für ein niedlicher Gast. Hast du eine Reservierung? Wo ist deine Mutter? Es tut mir leid, wir sind völlig ausgebucht. Bitte sag das deiner Mutter. Stress? Ich bin beschäftigt. Ja, du bist beschäftigt. Du stehst rum und machst nichts. Geile Beschäftigung. Geile Beschäftigung, wirklich. Oh, nee, ey. Oh, du treibst dich immer noch hier rum. Du siehst aus wie beschäftigt und nicht abgeholt. Achso, ja. Ja, mit denen hab ich schon gesprochen. Okay. So, ja, wir haben ja schon jetzt auch Nacht des zweiten Tages. Dann, wenn es hier erstmal nichts gibt oder so, na, ich werde mich dann im nächsten Part dann nochmal ein bisschen noch mal umgucken, ob es noch irgendwas gibt. Wenn nicht, vorspulen, wenn dann dritter Tag ist, bringt ja auch nichts, da kann man dann auch ruhig warten. Na, egal. Ich werde einfach so machen, dann im nächsten Part. Mache ich halt jetzt nicht extra vorspulen, weil, nee. Das ist jetzt eh gerade das erste Mal und. Ja, mal schauen, wie das Ganze dann so wird. Dann würde ich erstmal sagen, ja, ich müsste speichern. Dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Alpha Saphir. Nein. Kacke. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Saphir. Ciao und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.